Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Bestandsübertragung zwischen Central und eurem Online-Shop konfiguriert. Ich bin dazu wieder in diese testweise Shopify-Integration gegangen. Auch hier nochmal der Hinweis, das, was ich in diesem Video zeige, lässt sich 1:1 für alle anderen Shop- und auch alle anderen Marktplatz-Integrationen übertragen. Die Logik dieser Importer ist für alle Sales-Channel wirklich identisch, das Wording ist identisch, die Formularfelder sind zu allergrößten Teil identisch mit ganz wenigen kanalbasierten Abweichungen. Das heißt aber, ihr könnt gerne dieses Video auch benutzen, um auch eure Anleitung sozusagen zu haben für andere Shops. Gut, dann springe ich in den Bereich Workflows und diesmal gehen wir hier in den Tab Bestand. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn hier der Tab Bestand zum Beispiel nicht angezeigt wird, dann wird es daran liegen, dass ihr in den Eigenschaften, also hier, das Feature einfach nicht aktiviert habt. Das heißt, wenn es so aussieht, dann würde euch auch dieser Tab nicht angezeigt werden. Im Tab Bestand habt ihr wieder euren Integrationsmodus als Startpunkt. Das ist bei allen Tabs das gleiche. Auch hier gilt, wenn ihr den aktiv schaltet, kommt diese Sicherheitsabfrage, ihr müsst bestätigen und dann wird jede Bestandsänderung, die bei euch im Shop registriert wird, an eure Central registriert wird, an den Shop synchronisiert. Passt da also ein bisschen auf. Kann ja mal sein, dass ihr im Shop schon Bestände habt, im Central aber noch nicht die Lager eingepflegt habt, etc., die Lagerbestände aktualisiert habt, dann würden auch falsche Bestände natürlich aktualisiert werden. Also stellt sicher, dass ihr wirklich die Schnittstelle erst in Betrieb nehmt, wenn eure Lagerbestände in Central auch richtig sind. Das Konfigurationsformular an sich ist relativ einfach. Das erste, was ich machen muss, ist, ich muss eine Lagerzuordnung machen. Das bedeutet, ich muss sagen, aus welchem Lager in Central möchte ich denn eigentlich welches Lager in Shopify befüllen. Das kann auch eine Mehrfachauswahl sein. Ich kann also auch sagen, ich möchte aus einem Lager verschiedene Lager befüllen. Wenn ich mehrere Lager in Central angelegt habe, werden mir diese hier angezeigt und ich kann auch ein zweites Lager auf ein anderes abweichendes Lager in Shopify mappen, zum Beispiel, weil ich ein eigenes POS-Lager habe oder wie auch immer eure Logik dort aussieht. Ja, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Der Lagerbestand berechnet sich in der Schnittstelle automatisch auf Basis der Daten, die in Central gepflegt sind. Und übertragen wird im Standard immer der verkaufbare Bestand. Ja, das heißt, der verkaufbare Bestand ist grundsätzlich der physikalische Bestand, das, was wirklich im gewählten Lager an Produkten vorrätig ist. Und von diesem verkaufbaren Bestand gehen nun, je nachdem wie ihr es hier konfiguriert, Reservierung, offene Bestellung, Lagerkorrekturwerte etc. runter oder manipulieren diesen physikalischen Bestand. Grundsätzlich ist es so, dass ich hier anhören kann, hey, will ich Reservierung beachten? Ja, nein. Will ich auch offene Aufträge beachten? Ja, nein. Und möchte ich den Lagerkorrekturwert beachten und auch die Pseudolagerzahlen beachten? Der Lagerkorrekturwert wird, je nachdem, was dort eingetragen ist, ich zeige das gleich, entsprechend mit dem vorher berechneten Lagerwert verrechnet. Und diese Pseudolagerzahl, die überschreibt den eigentlichen Lagerwert. Ich zeige sofort, wo das entsprechend herkommt. Vorher noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Es kann sein, wenn ihr das so konfiguriert, wie ich jetzt hier habe, also Reservierung beachten und offene Aufträge beachten, dass sie dann sozusagen zu viel von eurem verkaufbaren Bestand abzieht. Warum? Wenn ihr euer Central so konfiguriert habt, dass bei jeder Bestellung automatisch die bestellten Artikel reserviert werden, ja, dann sind in den offenen Aufträgen eure Reservierungen immer schon enthalten und die würde diesen Wert quasi doppelt abziehen. In diesem Fall bitte nur die offenen Aufträge beachten, beispielsweise, weil dort die Reservierungen immer schon mit enthalten sind. Sonst habt ihr einen zu geringen Lagerbestand, den ihr an euren Shop übertragt. Jetzt zeige ich euch noch, wo der Lagerkorrekturwert und diese Pseudolagerzahl herkommt. Es wird beides immer auf der Artikelebene gepflegt. Das heißt, wenn ihr in euren Artikel einspringt, das ist völlig egal in welchen, ich nehme jetzt mal den hier, und hier in den Tab Online-Shop-Optionen geht, dann habt ihr hier das Feld Pseudolagerzahl und den Lagerkorrekturwert. Das sind also immer artikelspezifische Felder. Wenn dort nichts drin steht, wird auch nichts gemacht, logischerweise. Wenn ich jetzt bei diesem Artikel 4 eingebe, dann würde das System den tatsächlichen Bestand
dieses Artikels verringert in unserer Konfiguration um die offenen Aufträge, also um die Bestände aus den offenen Aufträgen, plus den Lagerkorrekturwert 4 als Berechnungsformel für den tatsächlich verkaufbaren Bestand nehmen, der dann an euren Shop übergeben wird. Umgekehrt ist es so, wenn ich jetzt hier eine 4 reinschreibe in die Pseudolagerzahl, dann würde wirklich 4 als Wert auch an euren Shop übergeben werden, weil, wie gesagt, die Pseudolagerzahl den Wert überschreibt. Der Lagerkorrekturwert ist ein weiterer Parameter in der Berechnungsformel. Ja? Und beides aber keine globale Einstellung, sondern immer eine artikelbezogene Einstellung. Gut. Auch das, die Übertragung des Stocks, könnt ihr wie alle anderen Übertragungen im Journal nachvollziehen. Dafür gibt es ein eigenes Video. Schaut euch das also gerne an. Ansonsten probiert es wie immer gerne aus. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Viel Spaß beim Nachmachen.